Das ist das Haus. 250 Quadratmeter Wohnfläche. Bitte schön. Es hat ein großzügiges Souterrain, das auch als Einliegerwohnung genutzt werden kann. Außerdem hat es einen Vollkeller mit gefliesten Räumen in absolutem Bestzustand. Ja, das ist dieses Zimmer hier. Das sind über 36 Quadratmeter. Da muss überhaupt nichts gemacht werden. Nicht wahr? Sag mal, wissen Sie zufällig, wie hoch das hier ist? Oh ja, das sind genau 2,20 Meter. Ach, das ist ja wunderbar, da passen unsere Vorhänge. Ja, sehr gut. Hier wäre ein schöner Platz für einen Schrank. Ach, ja, den brauchen wir auch. Vor allen Dingen für meinen Mann. Er hat nämlich sehr viel Garderobe. Kann sich von nichts trennen. Also ich verspreche dir, ich werde was aussortieren. Mindestens zwei Anzüge. Könnte es nicht auch drei sein? Wirst dich wundern. Das fürchte ich auch. Dann gibst du höchstens einen weg. Also, wo geht's denn dahin? Oh, das ist ein kleiner Raum von etwa 12 Quadratmetern. Könnte als Zweitschlafzimmer benutzt werden. Für Eheleute, die lieber getrennt schlafen. Lieber? Lieber nicht? Oder schlafen Sie gern getrennt? Gar nicht, aber meine Frau besteht darauf, ich spreche immer im Schlaf. Kann doch sehr interessant sein. Eben nicht, das stört sie gerade. Ich spreche so undeutlich, dass sie kein Wort versteht. Das ist aber hart. Ja, ja. Aber wir sind ja auch schon seit 30 Jahren verheiratet.